Okay, herzlich willkommen jetzt hier wieder beim Dütecup. Es ist wieder soweit. Finalrunde steht bevor. Wieder mal im Finale der SC Melle 03 gegen den SV Bad Rothenfelde. Das Spiel um Platz 3 bestreiten gerade aktuell der FC Bad Oeynhausen und die U19 des VfL Osnabrück. Wieder spannende Spiele, wieder packende Duelle hier gewesen. Fatmir, wie siehst du als alter Fuchs den Hallenfußball? Ja, sehr gut. Also ist ja immer wieder wirklich spannend, was du sagst. Und es sind auch ein paar andere Mannschaften wieder da. Ne? Was man auch wirklich auch das Turnier attraktiver macht. Wir spielen natürlich auch so, wie wir uns auch kennen. Also man steigert sich von Spiel zu Spiel und sieht man ja auch wirklich an den Ergebnissen auch jetzt bei VfL. Auch. Wenn man konzentriert spielt, dass wir wirklich auch das heute drehen können. Und die Motivation letztes Jahr wieder gegen Rothenfelde verloren, die ja, ich glaube, jetzt viermal den Cup geholt haben, so lange wie es den Dütecup gibt. Jetzt nochmal Motivation und Ansporn mehr für die Jungs, den Cup auch mal nach Melle zu holen? Ja, sicherlich. Wir haben auch nicht nur jetzt, weil wir letztes Jahr verloren haben, wir im Finale, wir haben jetzt draußen mal wieder verloren, auch auswärts, was unsere Auswärtsschwäche natürlich auch wieder ausgezeichnet hat. Natürlich haben wir jetzt vor, die Mannschaft auch zu schlagen und zu packen und wirklich auch die Mannschaft zu kronen. Also wirklich auch, wir haben sehr viele Verletzte und wirklich, man sieht, dass wir trotzdem, trotz dass viele Stammspieler, sehr gute Hallenfußballer trotzdem verletzt sind, trotzdem können wir mit der Mannschaft mehr oder weniger mit Ersatz oder B11 die packen können, beziehungsweise ich hoffe, dass wir das auch drehen. Und ist auch so eine allgemeine Ablenkung zu dem, ich sag schon mal, aufgrund der